Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Webinar Perfektes Zusammenspiel Integration von Docuware in Fremdanwendungen. Mein Name ist Oliver Stuck, Regional Sales Director bei Docuware seit nunmehr bald 4 Jahren. Ich bin verantwortlich für die Beratung und Unterstützung unserer autorisierten Docuware-Fachhandelspartnern in den Gebieten rund um das Saarland, Hessen, als auch Rheinland-Pfalz. Ein paar organisatorische Dinge vorab. Sie finden in Ihrem GoToWebinar die Möglichkeit, im Chatfenster Fragen zu stellen, auch zu kommentieren und natürlich auch ein Handzeichen zu geben, um auf sich aufmerksam zu machen. Im Chatfenster können Sie natürlich alle Ihre Fragen rund um das heutige Webinar stellen. Kurz, was Sie jetzt innerhalb der nächsten Stunde erwartet. Zum einen in der Agenda starten wir mit einer Zusammenfassung, um was es denn heute alles im Einzelnen im Themenblock Integration geht. Dann benötige ich Ihre Unterstützung, indem Sie bitte auch Ihr Mobiltelefon, Ihr Handy bereithalten für eine kleine Umfrage, welche Integrationen Ihnen im Umfeld mit Docuware bekannt sind. Dazu werden wir dann in einer Live-Schalte all Ihre Antworten direkt sehen und Sie können interaktiv hier mitwirken. Aus diesen Ergebnissen heraus werden wir uns um die Unterschiede der Integration noch einmal kümmern und herausarbeiten, worin denn die Unterschiede im Einzelnen liegen. Dann der wesentlich spannendere Teil und Block dieses Webinars ist eine Live-Demonstration. Ein Auszug aus verschiedenen Integrationen, natürlich nicht mit dem Anspruch, auf alle Integrationen, die es von und zu Docuware gibt, eingehen zu können. Gegen Ende des Webinars schauen wir uns nochmal an, welche strategischen Partner und Integratoren es prinzipiell gibt und als Zusammenfassung, last but not least, die hilfreichen Informationen zusammengefasst, wo Sie Informationen finden können zum Thema Integration auf unserer Webseite, in unseren Blog-Einträgen oder auch auf unserem YouTube-Channel. Aufgrund der webbasierten Ausrichtung ist Docuware grundsätzlich offen für jede digitale Infrastruktur. So steht beispielsweise für den Anwenderzugriff ein webbrowserbasierter Client zur Verfügung, mit dem der Zugriff auf die Archive von überall und jederzeit möglich ist. Die Integrationsmöglichkeiten von Docuware gehen jedoch weiter. Funktionen von Docuware lassen sich direkt aus einer Drittanwendung oder von einem Gerät wie einem Netzwerkscanner oder Tablet aufrufen. Der Anwender hat so die Möglichkeit, Docuware in seiner gewohnten Arbeitsumgebung zu nutzen. Darüber hinaus kann Docuware serverseitig Ressourcen für das Dokumentenmanagement nutzen, die bereits im Unternehmen vorhanden sind. Dies geht automatisch unter anderem durch die Synchronisation von Datenbanken, dem Import von Mail-Servern oder die Einbindung einer externen Benutzerverwaltung. Wie angekündigt, sind nun Sie an der Reihe. Ich darf Sie bitten, halten Sie Ihr Handy bereit. Und scannen Sie bitte den hier abgebildeten QR-Code. Sie werden im Anschluss direkt auf die passende Webseite umgeleitet und können dort bis zu 5 Antworten abgeben, welche Integrationen Sie zu oder von Docuware kennen. Wenn der Code jetzt von allen abgetippt wurde, ich gehe mal einen Slide weiter. Schauen Sie mal, was da jetzt alles gerade reinkommt. Klasse, Sie können das live jetzt mitverfolgen, welche Integrationen Ihnen bekannt sind. Die übrigens am häufigsten genannten Integrationen werden größer dargestellt und ich hoffe, dass auch welche dabei sind, die ich heute vorstellen darf. Und Sie sehen mal, wie viele das sukzessive reinkommen. Große Klasse. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihre interaktive Mitwirkung hier an der Stelle. Wow, das ist echt gerade fantastisch. Ich habe nicht zu viel versprochen. Ich hatte knapp an die 400 erwähnt gehabt.
Ja, das läuft in die richtige Richtung. Also Sie sehen, gerade sehr, sehr stark ist das Thema der Integration mit Outlook. Auch Datev, Edison, Navision sind hier mit dabei. SAP ist mit dabei, Sage, JobRouter, ganz, ganz viele unterschiedliche Integrationsmöglichkeiten. Okay, man kann auch andere Texte reinschreiben, sehe ich gerade. Gut. Sie merken, hier tut sich gerade sehr, 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 sehr viel und es gibt unglaublich viele Integrationen. Wenn Sie eine Ihrer Integrationen bis dato selbst noch nicht implementiert haben oder noch nicht gefunden haben, sprechen Sie uns an, geben Sie uns Bescheid, sprechen Sie Ihren autorisierten Docuware-Fachhändler an oder kommen Sie auf Docuware selbst zu. Wie gesagt, dieses Spielchen könnten wir jetzt hier noch eine ganze Weile treiben. Hier landen so viele Informationen drin. Sie merken, wie komplex dieses Thema ist, aber auch wie wichtig Integration sein kann. Deswegen lassen Sie mich dann auch mal weitergehen und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Ihre Unterstützung. Gut, dann wichtiger Punkt, all das, was Sie eben gerade genannt hatten, Sie sehen, Docuware bietet vielfältige Möglichkeiten, um mit den im Unternehmen vorhandenen IT-Komponenten zu interagieren. Und welche davon zum Einsatz kommen, hängt natürlich davon ab, welche Komponenten vom Drucker bis zur Datenbank eingebunden werden, beziehungsweise welche Funktionen von Docuware dem Anwender mit der Integrationsmöglichkeit zur Verfügung stehen sollen. Die einzelnen Integrationsmöglichkeiten bieten unterschiedliche Funktionen zur Archivierung und zur Suche und Synchronisation oder zum Import. Und Sie sehen das im Schaubild, die Pfeile rechts stellen dar, ob der Datenaustausch bidirektional oder von Docuware zur Komponente und zurückverläuft oder eben nur in eine Richtung möglich ist. Auf alle diese Integrationen, wie gesagt, ich hatte es erwähnt, werden wir heute nicht eingehen können. Ich hoffe, einige davon, einige spannende Themen und auch neue Themen herauszugreifen, die Sie so noch nicht gesehen haben. Bevor wir in die Live-Demo gehen, nochmals kurz die Unterschiede. Nochmals kurz die Unterschiede der Integrationsmöglichkeiten. Zum einen haben wir die generische oder universellen Integrationsmöglichkeiten. Das heißt, zu dieser Gruppe gehören die Integrationsmöglichkeiten, die für mehrere Programme oder Gerätearten verfügbar sind. Das geht vom Docuware Printer, dem virtuellen Druckertreiber, bis hin zu Connect2Mail, der Scan-App über unsere mobile Anwendung oder die einfache URL-Integration. Des Weiteren gibt es die Integration mit Spezialmodulen. Auch hier, die Spezialmodule binden eine bestimmte Software oder ein bestimmtes Gerät an Docuware an und erweitern die Komponenten mit umfangreichen Dokumentenmanagement-Funktionen. Diese Spezialmodule arbeiten nur mit dieser einen Komponente zusammen. Wenn wir einen Schritt weitergehen, dann gibt es noch den dritten Integrationsblock, nämlich die Integration durch Programmierung und die obigen Integrationsmöglichkeiten stehen mit dem Setup von Docuware beziehungsweise mit der Installation der entsprechenden Module zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie mit Programmieraufwand sowohl einzelne Docuware-Ressourcen einbinden als auch individuelle Programme erstellen, die eine umfangreiche Docuware-Funktionalität in beliebigen Drittanwendungen zur Verfügung stellen. Genau das wird heute auch unser Thema sein, wie Sie selbst Docuware-Fachhändler, Docuware wiederum auch durch Professional Service das System anreichert und Sie Docuware in verschiedensten Arten und Weisen an Fremdsysteme anbinden. Okay, genug der Vorrede. Wir gehen in die Live-Demo und die Vorstellung verschiedener Integrationen. Einige werde ich tatsächlich live vorstellen, andere wiederum switche ich zurück und stelle sie lediglich auf der Tonspur vor, da sonst der Rahmen dieser Präsentation einfach wirklich viel, viel zu lang wäre. Starten wir mit dem Bereich Docuware Smart Connect, die Anbindung an Fremdanwendungen. Viele von Ihnen kennen das natürlich, viele haben es vielleicht auch schon im Einsatz. Den Docuware-Fachhändlern ist Smart Connect natürlich sehr wohl vertraut. Es bietet die Möglichkeit, vereinfacht die Indexierung und die Suche in Docuware zu realisieren. Das heißt, die App Smart Connect liest Begriffe aus der Benutzeroberfläche einer Drittanwendung aus. Das heißt, Ihr Lexware-System, Ihr Outlook beispielsweise oder beliebige andere Software-Systeme, deren Oberfläche wir auslesen können,
bieten Ihnen die Option, dann eine Suche nach den entsprechenden gefundenen Begrifflichkeiten zu realisieren. Wie gesagt, die Begriffe zur Suche, die werden entsprechend gemäß den archivierten Dokumenten dann genutzt, als auch die Indexbegriffe, die zur Verfügung stehen, und die archivierten Dokumente werden dann angezeigt. Wie funktioniert das Ganze? Ich möchte Ihnen das tatsächlich live mal zeigen und ich hoffe, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass eine einfache Schnittstelle in 5 Minuten hier realisierbar ist. Was ist eine einfache Schnittstelle? Das zeige ich Ihnen. Geben Sie mir die Möglichkeit, ganz kurz jetzt hier meine Applikation zu switchen. Und Sie sollten jetzt auch wiederum sehen, dass es... Okay, jetzt ist hier noch eine. Gut, alles gut. Gut, ich muss ab und zu immer wieder den Chatverlauf verfolgen, nicht, dass uns hier jemand verloren geht. Das passt. Okay, nochmal ganz kurz um Handzeichen. Sie sehen jetzt mein Dokument hoffentlich auf dem Schirm. Okay, gut, perfekt, vielen Dank. Gehen wir in die Smart Connect-Thematik und ich möchte Ihnen das live vorstellen. Smart Connect an sich, ich habe die Funktionalität erklärt, möchte ich anbinden an eine Anwendung, die da bei mir heißt, ist eine Open-Source-Lösung Faktorama. Der ein oder andere kennt diese Art der Präsentation bereits. Ich möchte es live ohne Netz, ohne doppelten Boden einfach mal darstellen, indem ich hier meine Warenwirtschaftslösung öffne. Wie gesagt, das kann auch ein Lexware, ein Sage, ein Mesonic, ein MyFactory oder wie sie auch alle heißen sein, deren Oberfläche auslesbar ist. Besonderheit hierbei ist, ich muss diese Anwendung öffnen und wechsle jetzt nochmals in DocuWare und dabei in die Konfiguration. Innerhalb der Konfiguration selbst gibt es den Punkt Smart Connect. Diesen finden wir dann ganz unten links, wenn meine Anwendung jetzt gleich gestartet hat. Und Sie sehen hier unter den Integrationen gibt es den Punkt Smart Connect. Den rufen wir einfach mal auf, warten einen ganz kleinen Moment. Diese Konfiguration wird geladen, beziehungsweise die Oberfläche wird geladen. Es gibt hier schon 3 Bereiche aktuell und ich möchte eine neue Konfiguration bauen. In dem Fall konzentrieren wir uns auf das Thema Smart Search. Also aus der Anwendung heraus möchte ich Daten auslesen und mit diesen Informationen einer Rechnungsnummer, einer Projektnummer, einem Betrag, einem Kontakt oder Ähnlichem sollen Daten, die in DocuWare archiviert sind, angezeigt werden. Wie funktioniert das Ganze? Ich gehe hierbei, nenne das Ganze beispielsweise meine Projektakte und erstelle einen Screenshot meiner Anwendung, die im Hintergrund läuft. Diesen Screenshot, den ich gerade eben erfasst habe, übernehme ich. Das ist dieser und bringe den Screenshot nun in DocuWare. Sie sehen, das ist exakt der Bildschirmausdruck meiner Fremdanwendung. Über die Funktion Smart Search können wir nun definieren, in welchen Bereichen DocuWare diese Oberfläche auslesen soll. Ich möchte hierzu diese Kundenreferenznummer auslesen und dabei in meinem Dokumentenpool in meinem Dokumentenpool nach Dokumenten suchen, die hier diese Projektnummer haben, welche DocuWare aus der Oberfläche ausliest. Also diese Referenznummer DE25011, die soll über Smart Connect aus der Oberfläche ausgelesen werden. Und wenn es diesen Begriff hier gibt, sollen alle mit dieser Projektnummer verknüpften Dokumente dargestellt werden. Damit das dann auch funktioniert, ich könnte hier mehrere Verknüpfungen auch machen und auch diese Verknüpfungen nochmals editieren, das spare ich mir, möchte ich im Anschluss einen Button erzeugen, der auf meiner Oberfläche sich hier links ansiedelt. Hier ist noch ein freier Bereich, der heißt im Standard DocuWare Suche, der könnte aber auch Projektakte zum Beispiel heißen. Diese Begrifflichkeit übernehmen wir und geben den Mitarbeitern über die Berechtigungen die Möglichkeit zu sagen, wer darf denn aus diesen Anwendungen diese Suche aufrufen. Mit dem Speichern ist diese Smart Connect Funktion hergestellt. Das Kind hat einen Namen, das ist die Projektakte
Und wenn ich in meine Anwendung hier springe, finden Sie jetzt auch auf dieser Anwendung diesen Button der Projektakte. Das heißt, auch hier noch eine kleine Besonderheit, wenn Sie also Ihre Fremdanwendung jetzt einfach mal nehmen und hier mal verschieben, folgen diese Buttons, die wir wie so eine kleine Schablone auf die Anwendung legen, der Anwendung. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sollte mit dem Klick auf die Projektakte und die Suche dann auch darstellen, welche Dokumente sich denn hier alle verbergen. Und Sie sehen, das System hat komplett alle Dokumente mit der Projektnummer DE25011 ausgelesen und somit habe ich eine kleine, schnelle, einfache und kostengünstige Integration in eine beliebige Anwendung dann implementiert. Klammer auf, hier muss allerdings nochmals geprüft werden, ob beispielsweise durch ein Citrix-Umfeld oder die Oberflächen der Anwendung sollten sie nicht auslesbar sein, diese Art der Integration funktioniert. Hier gibt es leider keine 100% Gewähr, das muss man dazu sagen, aber für ein schnelles Suchen oder die andere Funktion, ein schnelles Indexieren aus einer Fremdanwendung heraus, kann Smart Connect ein sehr einfaches Tool sein, das auch ein sehr schnelles Ergebnis liefert, ohne großen Aufwand. Das Ganze läuft auf der Oberfläche, das Ganze hat nichts mit der Datenbank an sich zu tun. Das heißt, es bleibt stabil auch bei Updates, und zwar Updates auf Seiten der Drittanwendung, als auch bei Updates seitens DocuBear, da wir nur diese Oberflächen auslesen. Okay, soweit hierzu zu diesem Thema. Ich hoffe, das ist soweit verstanden und wir gehen einen Schritt weiter, können das Ergebnis hier schließen und sind jederzeit in der Lage, genau das hier nochmal nachzustellen. Ich wechsle nochmal ganz kurz in meine Folienslides, die Sie auch wieder sehen müssten, ab jetzt und möchte das nochmal kurz resümieren. Sie haben also gesehen, das könnte auch, ich habe meine Musterdaten hier beispielsweise auf Lexware mal probiert gehabt, das funktioniert genauso wunderbar, lassen sich hier einzelne Bereiche auslesen, auch mit Ankern verknüpfen und das ist nochmal dieser Screenshot, den Sie eben gesehen haben. Verknüpfen Sie die Suchkriterien mit Smart Connect. Okay, einen Schritt weiter. Nächste Live-Demonstration. Ich zeige es schon mal vorab. Eine neue Funktion, die Sie so wahrscheinlich noch gar nicht kennen oder noch nicht gesehen haben. Zur Verfügung steht diese Version seit 7.3 in DocuWare und es geht um die sogenannte Highlight Search. Auch diese Highlight Search befindet sich im Programm Smart Connect mit Smart Connect als Modul oder für alle unsere Cloud-Kunden bereits inkludiert. Können Sie dann ab der Version 7.3 auf dieses Feature zurückgreifen. Mit Smart Connect rufen Sie, wie gesagt, diese Dokumente im Archiv direkt aus der Anwendung auf. Und bei der Highlight Search, wie gesagt, für alle Cloud-Kunden verfügbar ab 7.3, brauchen Sie hier jetzt keine Zonen mehr einzeichnen. Denn was macht Highlight Search? Sie können damit mit einem einzigen Markieren eines Textes, einer Zahl, direkt aus Ihrer beliebigen Anwendung, Ihrem CRM-System, Ihrer Buchhaltung, einem Chatverlauf oder selbst banal Word, solche Suchen aufrufen. Wie das funktioniert, würde ich Ihnen ganz gerne zeigen. Ich wechsle wieder die Anwendung. Schauen wir uns die Highlight Search genauer an. Wir wechseln in die Konfiguration und hierbei in den Bereich Integrationen Smart Connect. Dort finden Sie, wie schon angedeutet, unter der Version 7.3 nun die Highlight Search. Browserfrei habe dies bereits vorbereitet, habe meiner Highlight Search zunächst einen Namen vergeben, Volltextsuche Rechnungen. Diese sucht im Archiv Buchhaltung innerhalb des Suchdialoges Rechnungen im Indexfeld Volltext, sodass ich nach allen Feldern in DocuWare suchen kann und belege ein Tastaturkürzel über Steuerung und den Nummernblock 0 für den direkten Aufruf über die Tastatur. Die Ergebnisliste möchte ich direkt angezeigt bekommen und in der Berechtigung habe ich meinen Namen hinterlegt, sodass ich diesen dann auch verwenden kann. Wechseln wir beispielsweise in Word
So habe ich einen Text, nämlich Rechnung für November, und es genügt, über das Tastaturkürzel Steuerung Nummernblock, dass automatisch hieraus direkt das Ergebnis angezeigt wird. In meinem Fall die Rechnung der Telefonica Helvetica, in welcher auf die Rechnungen für November verwiesen wird. Das gleiche gilt natürlich auch, indem Sie beispielsweise in Excel den Text markieren, Steuerungstaste 0 im Nummernblock drücken, ebenfalls wird das Ergebnis in der Ergebnisliste angezeigt. Egal welche Anwendung Sie hier verwenden möchten, gilt das gleiche auch beispielsweise für einen Text, den Sie lediglich markieren, Rechnungen für November, Steuerung 0 gedrückt und DocuWare zeigt Ihnen die Ergebnisliste an. Jedes Programm, welches eine Copy-Paste-Funktion bietet, kann hierfür herangezogen werden. Nächster Punkt ist das Thema der URL-Integration. Das heißt, wer den DocuWare-Client nutzt, der kennt diese zahlreichen Elemente wie die Briefkörbe oder die Suchdialoge, die Listen etc. Mit der URL-Integration können Sie als Anwender direkt auf diese einzelnen Dokumente oder Elemente zugreifen, anstatt jedes Mal immer wieder in den Web-Client ausspringen zu müssen. Und dieser Zugriff erfolgt dabei eben auch bequem wieder aus jeder eigenen Software heraus. Wie schaut das Ganze aus? Ich erkläre es nochmal kurz im Vorfeld. Das ist relativ einfach, denn Sie wählen lediglich einen Link mit dem gewünschten Element aus Ihrer Anwendung aus und fertig. Bedeutet, eine Ergebnisliste, ein Briefkorb, ein Download, eine Suchmaske etc. lassen sich über einen Link einfach aufrufen. Das ist auch komplett umfassend. Das heißt nämlich, diese Briefkörbe oder alle anderen Anwendungen haben das komplette DocuWare-Design. Das heißt, hier ist es keine weitere Programmierung zwingend notwendig, um die Informationen wie das Herunterladen, das Bearbeiten, das Ausdrucken etc., also alle Funktionalitäten, die Ihnen im DocuWare Web Client zur Verfügung stehen, haben Sie auch genauso über die URL-Integration in den dargestellten Ergebnislisten, Briefkörben etc. Das ist natürlich extrem vielseitig, weil Sie diese URL im Prinzip auf ein Element in jede Software und in jede Webseite integrieren können. Und das Ganze würde ich Ihnen auch nochmals gerne live zeigen wollen in der Integration in Microsoft Outlook, auch wieder mit verschiedenen Fallbeispielen, wie das Ganze ausschauen kann. Also das Prinzip hinter der URL-Integration ist entsprechend einfach. Für das gewünschte Element wird ein Link erstellt und in diese Software eingebunden. Und ein Klick auf diesen Link oder auf das Element springt Ihnen den DocuWare-Client aus und zeigt Ihnen die Benutzeroberfläche. Nutzen ganz kurz im Vorfeld erklärt, es ist der sofortige Zugriff auf all Ihre Daten und Informationen, ohne den Web-Client separat öffnen zu müssen. Dieser Wechsel ist im Prinzip aus jeder Applikation möglich, welche eben solche URL-Integrationen bieten. Und wie ich auch finde, eine sehr, sehr hohe Anwenderakzeptanz, dadurch, dass ich in meinen bekannten Anwendungen weiter agiere und mich mit beispielsweise Outlook genauso weiter verwalte und nicht zusätzlich in Fremdanwendungen ausspringen muss. Wie schaut das jetzt aus? Wieder der Wechsel auf unsere Demo-Umgebung und schauen wir mal ganz kurz, ob es in den Chat-Nachrichten schon irgendetwas gibt. Okay, alles gut, top. Okay, ich verstehe dich gut, super. Okay, sehr gut. Letzte Frage. Okay, wir haben teilweise ganz kurz relativ umfangreiche Fragen. Sehen Sie mir es bitte nach. Vielleicht kann ich Sie am Ende nochmal einzelsichten, um diese Fragen zu beantworten. Andernfalls, ich greife jetzt hier die Frage von Herrn Dölger beispielsweise auf, melden wir uns natürlich im Nachgang und geben Ihnen Bescheid. Okay, zur URL-Integration. Hier würde ich gerne das Beispiel anhand von Microsoft Outlook Ihnen präsentieren wollen. Die eben erstellte E-Mail, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir wechseln klassisch in Outlook
Und vielleicht haben Sie in Outlook auch schon mal mit diesen Verknüpfungen gearbeitet. Bis dato sind in den Verknüpfungen noch nicht viele Daten drin. Das erstellen wir tatsächlich mal live und ich zeige Ihnen, wie man DocuWare in beispielsweise Outlook integrieren kann. Wie funktioniert das Ganze? Das kann man tun, indem Sie beispielsweise eine Liste oder eine Suche oder sonstiges aufrufen. Hier habe ich beispielsweise Listen, Rechnungen, die sich im Umlauf befinden oder in einer sachlichen Prüfung sind. Das ist aktuell gerade nur ein einziges Dokument. Aber wenn man hier mal über diese Ergebnislisten und über diesen Tab drüber geht, mit diesem Mouse-Over, erkennen Sie schon, um eine Verknüpfung zu diesem Element zu erstellen, ziehen Sie es auf den Desktop. Wenn wir uns einen kleinen Trick hier bedienen, ich minimiere das Ganze mal. Excel brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Die können wir soweit alle schließen. Und auch mein Faktorama ist jetzt erstmal abgemeldet. Okay, Sie sehen hier, das können Sie auch alles mal nachher selbst nachstellen, wenn Sie möchten. Nehmen Sie mal diese Ergebnisliste und ziehen Sie die mal mittels Drag and Drop einfach als Link auf den Desktop. Ja, das funktioniert auch mit den Rechnungen, die im Umlauf sind. Nur mal exemplarisch. Hier, Drag and Drop, ziehen und fallen lassen. Und wenn ich jetzt natürlich das Ganze hier mal minimiere, und Sie können mir glauben, wenn ich hier über die sachliche Prüfung klicke, dann bin ich direkt in dieser Liste. Klar, das ist der Webclient, das ist die Ergebnisliste mit allen Funktionen, die DocuWare eben bietet. Der Aussprung zu den verknüpften Dokumenten, die Historie, das Senden von Dokumenten und so weiter. Das ist allerdings jetzt noch kein wirkliches Hexenwerk, beziehungsweise dieser Technik bedienen wir uns und nehmen diese verschiedenen Dokumente, beziehungsweise Dokumentenlinks und binden diese in Outlook ein. Das heißt, Sie nehmen diesen Link und ziehen ihn einfach mittels Drag and Drop hier mal rüber und lassen ihn dann hier auf dem entsprechenden auf der entsprechenden Gruppe fallen. Damit das Ganze vielleicht ein bisschen sprechender ist, könnte ich jetzt auch hier diese Verknüpfung dann umbenennen und das wäre, gehen wir uns immer noch mal ganz kurz, die Rechnung in sachlicher Prüfung beispielsweise, also rechte Maustaste umbenennen, sachliche Prüfung und packen wir auch gleich noch den zweiten Link auch noch rein. Das sind die Rechnungen im Umlauf. Drag and Drop, ziehen, fallen lassen über den Link. Benennen Sie das Kind einfach entsprechend Ihrem Wunsch um. Das sind Rechnungen im Umlauf. So, und mit dem Klick auf diese Verlinkung öffnet sich logischerweise natürlich, nachdem Sie sich dann auch hier entsprechend identifiziert haben. Moment, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Das ist mein Admin. Ah, okay. Doch der andere User. Dann nehmen wir mich mal hier als Anwender. Und hier natürlich das entsprechende Passwort. Und schon sehen Sie, haben wir diese Verknüpfung, nämlich die sachliche Prüfung mit dem Ergebnis direkt in Outlook integriert. Das funktioniert auch mit den Rechnungen, die sich im Umlauf befinden. Auch hier ein Klick auf die Rechnungen im Umlauf. Ich war eben schon angemeldet, muss das nicht nochmal machen und habe ebenfalls diese gleiche Rechnung aktuell im Umlauf. So können Sie sich Ihre eigenen Verknüpfungsgruppen anlegen. Sie können sich Ihre eigenen Ergebnislisten dann ziehen und ziehen diese dann über den Desktop dann in jede beliebige Applikation. In meinem Fall habe ich jetzt Outlook genutzt. Wenn Sie ein Warenwirtschaftssystem nutzen, beispielsweise exemplarisch herausgegriffen ein Sage, dort können Sie über die Control Center Elemente beispielsweise diese HTML-Info Informationen einbinden und Sie haben als Dashboard direkt sofort, sobald Sie morgens mit dem System starten, alle notwendigen Informationen auf dem Schirm. Das kann man auch noch ein bisschen komfortabler machen, denn das, was Sie eben hier gesehen haben, das war der direkte Aussprung eben über den Link, den ich mir gezogen habe. Wenn Sie sich aber Ihre eigenen URL-Integration bauen wollen, dann liefert DocuWare die Möglichkeit über den URL-Creator, dass Sie sich eine eigene Liste hier bauen. Und wie das ausschaut, auch das möchte ich Ihnen zeigen. Ich habe den schon mal geöffnet, ein bisschen wie im Kochstudio. Habe meine Zugangsdaten eingestellt. In dem Fall ist meine Oberfläche, meine URL, meine
Presentation VMware, das ist die Adresse, gefolgt von Docuware Plattform Web Service. Meine Organisation, der Name meiner Unternehmung ist hier Peters Engineering. Ich kann mich mit den entsprechenden User-Authentifizierungen auch anmelden und wähle den Typ aus, den ich später in meine Fremdanwendung implementieren möchte. Mein Beispiel wird es sein, eine Suchmaske zu generieren, aus der ich dann ohne jedes Mal in den Webclient ausspringen zu müssen, meine Suche aufrufen kann. Das könnte aber auch nur der Viewer sein, also nur die Darstellung eines Dokumentes. Es könnte eine Ergebnisliste mitsamt dem Viewer sein, bis hin zu Dokumenten, die Sie zum Download bereitstellen oder auch sehr, sehr spannend, Aufgaben, die Sie über den Workflow-Manager generiert haben, die Sie direkt morgens schon in Ihrem Outlook über die Verknüpfungen darstellen. Das heißt, der Anwender startet morgens seinen Outlook, arbeitet seine E-Mails ab und im Anschluss können die Aufgaben ohne Wechsel in den Docuware Webclient direkt aus Outlook her erledigt werden. Wie schaut das Ganze dann aus? Wir haben jetzt hier eine Suchmaske, einfach hier mal stilisiert dargestellt, gehen über Next. Muss natürlich ganz wichtig die entsprechende die entsprechende Dialog-ID aufrufen. Die finden Sie in Docuware unter den Listen unter Optionen. Dort steht dann diese GUID, die Sie einfach hier eintragen müssen und gehen weiter, generieren hierbei entsprechend dann eine URL-Adresse. Ja, das ist diese hier. Und wenn wir über Open gehen, sollte sich diese Suchmaske hier darstellen. Auch das ist jetzt hier wieder genau die Suche, die ich eben definiert habe. Und das hatte ich soweit auch schon mal vorbereitet, nämlich diese URL-Integration. Das ist diese. Die ziehe ich mir mittels Drag and Drop einfach mal wieder in mein Outlook, in meine Verknüpfungen, gebe dem Kind wieder einen Namen und nenne es Suche in Docuware. Klicke hier drauf. Und es öffnet sich direkt in meiner Fremdanwendung Docuware aufgrund des gerade eben über den Docuware URL Creator generierten Abrufs. Wie einfach ist das? Ich bin total begeistert, weil die Anwenderakzeptanz, und wir stellen das immer wieder in Gesprächen, in vorstehenden Präsentationen oder auch als Resümee von bestehenden Kunden immer wieder fest, dass das sehr, sehr hohe Anwenderakzeptanz hat, da es sich anfühlt, als ob ich tatsächlich in meinem Outlook oder in meiner bestehenden Warenwirtschaft, meinem CRM-System agiere und trotzdem habe ich die vollen Funktionalitäten und die Möglichkeiten, eben meine Suche meiner Dokumente aus dem System aufzurufen mit allen Möglichkeiten, die mir Docuware bietet, nämlich im Kontextmenü sämtliche Funktionalitäten oder auch die Such- und Filtermöglichkeiten, die es gibt, die Sortieroption und. Also volle Funktionalität und das geht natürlich auch weit darüber hinaus. Meine URL-Integration, sehen Sie mir es nach, deswegen hat man mich in den Vertrieb gesteckt, die ist natürlich relativ simpel und einfach. Das kann auch viel mehr Komplexität bekommen, dass Sie beim Aussprung direkt aus einer bestimmten Maske Ihrer Warenwirtschaft heraus genau diese Dialoge aufrufen, die relevant sind. Dann kommt eben nur der korrespondierende Auftrag oder alle zu diesem Auftrag gehörenden Rechnungen und so weiter über den URL-Creator. Eine ausführliche Beschreibung liegt auch auf unseren Webseiten und stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung auf Wunsch. Gibt es, dort können Sie Ihre eigenen URLs bauen lassen, wie auch immer Sie möchten. Okay, gut. Wir liegen relativ gut in der Zeit, deswegen nochmal der kleine Blick in die Fragen. Es sind unglaublich viele. Okay, ich werde jetzt wirklich nacharbeiten müssen. Sehen Sie mir es nach. Ich habe hier über 100 Fragen gerade drin. Zeigt aber Ihr Interesse. Vielen Dank dafür. Gut, wir gehen raus aus dieser URL-Integration und zurück im System. Eine weitere Integrationsmöglichkeit mit Botmitteln, die Docuware über die Funktionalität Import liefert, ist eben die Möglichkeit, Dokumente einfach und effizient aus Ihrem Docuware-System importieren und danach im Archiv archivieren zu können. Das heißt, dieses Modul arbeitet per se im Hintergrund und überwacht ausgewählte Ordner in Ihrem Dateisystem oder in Ihren Netzlaufwerken und verschiebt die darin dann ankommenden
Dokumente oder Dateien automatisch in DocuWare. Kleines Beispiel auf der Tonspur. Sie haben Dokumente einscannen lassen, beispielsweise Lohn- und Gehaltsabrechnungen, möchten die aber ganz gezielt dem entsprechenden Mitarbeiter und nur diesem Mitarbeiter zuweisen. Dementsprechend überwacht DocuWare einen bestimmten Ordner, der da heißt Gehaltsabrechnungen, nimmt diese Daten und packt sie automatisch ins Archiv und kann über Barcode Forms, ein weiteres Modul, auch sogar eine Trennung vornehmen, sodass nur die Abrechnungen auch bei dem Mitarbeiter landen, der sie sehen darf. Ja. Das wäre mit dem Modul Import möglich. Sehen Sie mir es nach, auch das bleibt jetzt hier erstmal auf der Tonspur. Aber auch Import gehört mit zu den Integrationsmöglichkeiten und ist ein unheimlich mächtiges Werkzeug, wenn Sie beispielsweise auch Altdaten aus Ihrer klassischen File-Struktur dann in DocuWare importieren wollen. Das Gleiche gilt auch hier für den DocuWare Printer. Bedeutet für Sie, Sie drucken Dokumente wiederum aus jedem Programm direkt ins Archiv. Und zwar einschließlich automatischer Indizierungen aus dem Dokumenteninhalt. Was verbirgt sich hinter dem DocuWare Printer oder diesem virtuellen Druckertreiber? Diesen richten Sie unter Windows im Prinzip als virtuellen Treiber ein und automatisch mit dem Druckbefehl, wenn Sie den DocuWare Printer auswählen, wird dieses Dokument gedruckt, abgelegt, indiziert, kann parallel dazu auch noch neben dem physikalischen Druck eben die Archivierung vornehmen, als auch im Nachgang eine E-Mail beispielsweise nochmal lostreten. Das funktioniert nahezu bei allen Anwendungen, die einen Druckdialog mitführen. Das heißt, Sie gehen in Word auf Datei drucken, drucken beispielsweise dort ein Angebot. Sie wechseln beispielsweise in Ihrem Lexware, in Ihrem Sage oder wo auch immer auf den Bereich Gutschriften oder auf den Bereich Storno und all das, was Sie drucken, wird entsprechend einer Vorlage, und Sie sehen das hier auf der rechten Seite im Schaubild dargestellt, wiederum an bestimmten Zonen ausgelesen. Diese zonale Erkennung schreibt den Inhalt in die Metainformation, in die Indexwerte und werden dementsprechend automatisch dann indexiert und auch abgelegt. Das heißt, damit können Sie Seitentrennungen vornehmen. Sie arbeiten mit Vorlagen, sodass alle ausgehenden Dokumenten aus Ihrem CRM, Warenwirtschaftssystem, Ihrer ERP-Lösung, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, Stornos direkt in DocuWare landen, ohne dass der Anwender sich auch hierbei wiederum umstellen muss. Und ja, ich nehme es vorweg, es gibt natürlich auch tiefgreifendere Integrationen in ERP oder Warenwirtschaftslösungen, die haben hier noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber allein mit dem DocuWare Printer sind Sie schon in der Lage, eine Vielzahl von bestehenden Anwendungen zu integrieren und auf einfachste Art und Weise eine automatische Indexierung vornehmen zu können. Der DocuWare Printer ist Standard und Bestandteil der DocuWare-Lösung, also kein separates Modul und gehört zu diesen eingangs erwähnten generischen Modulen, die wir standardmäßig mit ausliefern. Okay, kommen wir zu einem, wie ich finde, sehr, 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 sehr spannenden Thema, nämlich dem Thema REST-Schnittstelle. Ich werde es versuchen. Das liegt auch daran, dass ich es wahrscheinlich auch nicht kann, wenig technisch auf diese Thematik einzugehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, bietet die Integration dieser Plattform-Services die wahrscheinlich wohl mächtigste Integrationsmöglichkeit von Fremdanwendungen in DocuWare. Das heißt, diese lassen sich über diesen Plattform-Service an DocuWare anbinden und können ebenfalls auch mit HTTP-fähigen Geräten wie Smartphones oder Multifunktionsdruckern etc. auf Dienste und Ressourcen von DocuWare zugreifen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr weit weg und alles sehr, sehr technisch und vielleicht sagt dem einen oder anderen auch das Schaubild auf der rechten Seite jetzt nicht allzu viel. Ich glaube, wenn ich es an einem Beispiel mal festmache, wird sehr, sehr schnell deutlich, was mit diesen REST-API-Integrationen denn alles möglich ist. Und wie das Ganze funktioniert, würde ich Ihnen gerne an einem Beispiel vorstellen, nämlich der Integration einer momentan extrem interessanten und spannenden Plattform namens getmyinvoices.com. Zu getmyinvoices, das ist eine Rechnungsmanagement-Software-Lösung, eine Lösung, die Rechnungen und andere Dokumente aus derzeit knapp an die 10.000 verschiedenen Portalen als Quelle
ja, im Prinzip ansaugt, ja, und dort bereitstellt. Und somit befinden sich sämtliche Belege an einem Ort und lassen sich dadurch im Prinzip bequem an den Steuerberater weitergeben, aber auch an die Buchhaltungslösung oder eben jede andere Anwendung wie Docuware. Aus diversen Recherchen im Vorfeld, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich es wirklich für ein sehr, sehr nutzbringendes, eine nutzbringende Integration erachte. Das Abrufen von Rechnungen aus Portalen brauchen Anwender im Schnitt teilweise 3 bis 5 Minuten. Ich gehe auf mein Amazon-Konto, ich wähle mich ein, ich suche meine Rechnung, ich speichere sie als PDF ab, ich wechsle in Docuware, ich importiere es und lese es aus und lege es danach wiederum ab. Dieses Suchen von Rechnungen auf einem Portal mag ja vielleicht noch spannend sein, aber überlegen Sie sich, als Anwender haben Sie 2, 5, 10, 50 oder mehr Portale. Ich selbst habe einen Feldversuch mal gemacht und deswegen auch jetzt meine Live-Präsentation an der Stelle. Ich habe mal diverse Portale, bei denen ich privat unterwegs bin, in das System integriert, wechsle auch wieder die Anwendung und gehe hier mal kurz auf dieses Portal. Das sieht nämlich wie folgt aus. Das soll jetzt keine Werbeveranstaltung werden. Ich möchte Ihnen nur zeigen, was denn alles möglich ist, wenn man sich mit dem Thema REST API intensivst beschäftigt und was möglich ist, wie Docuware durch die offene Art dieser REST API Schnittstelle wirklich ganz, ganz viele nutzbringende Dinge Ihnen liefern kann. Was macht dieses Portal? In diesem Fall habe ich schon knapp 300 Dokumente aus verschiedenen Portalen gezogen. Diese Portale sind in meinem Fall, ich lasse Sie da jetzt ein bisschen ins Nähkästchen blicken, das sind Portale wie 1&1, wo die Telefonrechnungen reinkommt. Das können Bestellungen bei AliExpress sein, bei Amazon. Das können meine Rechnungen der Deutschen Bahn sein. Das kann aber auch mein DSL über IONOS oder die Webseite sein. Die Handys sämtlicher Familienmitglieder sind drin, Klammer auf, für Sie natürlich sämtlicher Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Oder wenn Sie Webseiten bei einem Anbieter wie web.de gehostet haben oder Dokumente, Zahlungen aus PayPal integrieren wollen, all das lässt sich hier einbinden. Diese Suche nach diesen Portalen ist gigantisch. Integrieren Sie so viele Portale, wie es denn da, die Ihnen einfallen. Das sind jetzt hier nur mal die gängigsten. Und wenn Sie mal durchblättern wollen, Sie werden wahrscheinlich sehr schnell fündig. Wir gehen gleich in die Synchronisation und das ist eigentlich das Spannende dabei. Die Synchronisation heißt, ich kann hier schon mal versuchen, das ein oder andere Dokument nochmal anzustoßen. Vielleicht schaffen wir es innerhalb meiner Präsentation, dass wir es live synchronisieren. Der maximale Sync ist an der Stelle eben 5 Minuten. Ich hau nochmal ein paar raus, die ich eigentlich schon mal vor längerer Zeit synchronisiert hatte. Aber wir probieren es einfach mal. Was hat das jetzt mit Docuware und was hat das jetzt mit REST API auf sich? Nämlich diese Plattform liefert Ihnen eine Integration direkt an Ihr Docuware. Das heißt, über diese REST API-Funktionalität steht Ihnen, Entschuldigung, mein Fehler, steht Ihnen eine Integration zur Verfügung, die Ihnen ermöglicht, aus diesem Portal direkt Dokumente in Docuware einzulesen. Das heißt, wir nutzen diese REST API-Schnittstelle, ziehen aus diesem Portal alle Informationen ab und hauen sie in Docuware in den Briefkorb und stellen sie dort wiederum dar. Das heißt, das Einzige, was Sie tun müssen, und das ist eben REST API, Sie geben Ihre Docuware-Domäne an, sprich Ihre Adresse, identifizieren sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort, sehen dann auch komplett schon Ihre Organisation und Sie erkennen, das sind die Begrifflichkeiten, die wir für Docuware brauchen. Das ist die Integration und an der Stelle landen dann alle diese synchronisierten Dokumente in meinem Portal für Get My Invoices. Die Synchronisation kann eingestellt werden auf 15 Minuten, Stunden, täglich, wöchentlich. Und wenn diese Synchronisation dann gelaufen ist, dann sieht das wie folgt aus. Nämlich innerhalb dieses Portals meiner Briefkörbe gibt es hier mein Get My Invoices. Und hier sind schon ein paar Rechnungen. Ich habe sie vor der Präsentation schon mal angestoßen, hier schon im System gelandet. Das heißt, vielleicht schaffen wir es, dass jetzt im Hintergrund gleich nochmal Rechnungen reinkommen, die ich eben synchronisiert habe. Falls nicht, Sie können mir glauben, alle diese Dokumente sind jetzt hier im System gelandet. Das sind Rechnungen meines Lieblingsmusikhauses, das sind, können aber auch Rechnungen eben sein von 1&1. Das ist eine Zeitersparnis, die ist gigantisch, die ist in Stunden, hatten wir es mal grob überschätzt, bei den meisten Unternehmen geht das wirklich auf mehrere Stunden pro Woche, die allein durch diese Offenheit von Docuware und diese Flexibilität der REST API-Funktionalität
Ihnen Stunden an Arbeit erspart. Integrieren Sie Fremdanwendungen, nutzen Sie die REST-API-Technologie und ziehen Sie sich Daten aus beliebigen Anwendungen Ihres Warenwirtschaftssystems oder beispielsweise solcher Portallösungen. Und vielleicht machen wir am Ende nochmal einen kleinen Exkurs, einen kleinen Aussprung und schauen, ob jetzt die restlichen synchronisierten Dokumente dann auch angekommen sind. Aber ich habe gut daran getan, dass ich das heute Morgen schon einmal angestoßen hatte. Wie gesagt, also diese Anbindungsmöglichkeiten fußen auf der Technologie REST API. Diese Beschreibungen sind offen zugänglich. Wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, tun Sie das ausführlich. Falls das böhmische Dörfer für Sie sind, sprechen Sie Ihren autorisierten DocuWare-Fachhandelspartner an, kommen Sie auf DocuWare zu, gerne zeigen und unterstützen wir Sie in diesen Fällen. Es ist ein enormer Mehrwert, über diese Technologie Fremdanwendungen an DocuWare zu implementieren. Und hier sollte Get My Invoices nur ein kleiner Auszug dessen sein, was man denn hier tun kann, wenn es um Integrationsmöglichkeiten geht. Okay, soweit dazu. Und weiter im Programm. Auch wieder auf der Tonspur eine weitere Integrationsmöglichkeit, denn wer es gewohnt war, bis dato in seiner Explorer-Welt sich zu organisieren, der kann natürlich auch den DocuWare Windows Explorer nutzen. Und Sie sehen auf der rechten Seite mein Schaubild. Alle Archive und runtergebrochen bis in die einzelnen Ordnertiefen können direkt auf der Oberfläche des Windows Explorers dargestellt werden. Es bindet sich wie ein virtuelles Laufwerk in die Oberfläche Ihres Explorers ein und stellt Ihnen sämtliche Dokumente und Daten dar. Auch das ist eine Integration, eine Möglichkeit, die von Anwendern gerne genutzt werden wird, weil sie sich nicht umgewöhnen müssen, in ihrer bekannten Windows-Ordnerstruktur weiter so bewegen wie bisher auch. Das heißt, das Ablegen, das Öffnen, Kopieren und Verschieben von Dokumenten funktioniert genauso, mit dem Hintergrund, dass natürlich nur die Mitarbeiter, die Ordner oder respektive Archive öffnen können, über die Rechte, die sie verfügen. Ja, also auch das folgt, das ist keine Kopie, sondern es ist eine Verknüpfung und folgt dem kompletten Rollen- und Rechtekonzept. Connect to Mail, Connect to Outlook, zwei Möglichkeiten, wie Sie E-Mails archivieren können oder wie Sie entweder über sogenannte POP3 oder IMAP-Postfächer, indem Sie global alles abgreifen, was an einem bestimmten Posteingangsfach eingeht, beispielsweise Ihre Eingangsrechnung @ihrunternehmen.de, greifen Sie alle Mails ab und legen Sie alles pauschal im System ab oder geben Sie dem Anwender über Connect to Outlook die Möglichkeit, bequem durch dieses Add-in über die rechte Maustaste im Kontextmenü sich seine eigenen Ablagedialoge zu erstellen und damit dann auch komplett Eingangsrechnungen schon strukturiert abzulegen, wie Sie das gerne hätten. Ich hatte es erwähnt, der Vorteil dahinter ist natürlich, das ist super effizient, weil Sie speichern eben Ihre E-Mails direkt von IMAP oder dem Exchange in DocuWare. Das Ganze ist organisiert. Sie indexieren die E-Mails beispielsweise schon automatisch, wenn sich der Name des Unternehmens in den Outlook-Kontakten befindet oder wenn Sie über SQL, also Datenbankzugriffen, sich Informationen aus angeschlossenen Warenwirtschafts-FIBO-CRM-Systemen ziehen. Somit wird die Ablage, die Indexierung schon vorbelegt und kann beispielsweise über diese Integration auch schon viel Zeit ersparen. Last but not least, auch das ist jetzt zum Beispiel nochmal eine Anbindung, die sehr, sehr umfangreich und umfassend sein kann. Das ist nämlich die Konnektierung beispielsweise zu SAP. Das geht für die ECC-Lösung genauso wie für die S/4HANA-Lösung. Hier integrieren wir auch DocuWare an die Oberflächen von SAP, sodass auch darüber hinaus wieder alle aus SAP erstellten Dokumente im DocuWare landen. Umgekehrt, ich natürlich wiederum Rechnungsinformationen auch an das SAP-System mitgeben kann, Beleginformationen mitgeben kann. Und hier haben wir eine sehr tiefgreifende, nahtlose Integration, die wir anbieten können. In der Tiefe darauf einzugehen, würde auch hier den Rahmen sprengen. Im Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit möchte ich jetzt nochmal auf den ein oder anderen strategischen Partner bzw. Integratoren hinweisen. Sehen Sie mir es nach, dass ich keine Werbung machen möchte. Wir haben im Bereich beispielsweise Integration von Microsoft Dynamics 365 oder wie es heute jetzt heißt Business Central diverse Partner, die diese Lösung sehr, sehr gut umsetzen. Das heißt, das ist dann keine Smart Connect Integration mehr, die lediglich eine Suchen und Finden
Option darstellt, sondern hier integrieren unsere Fachhandelspartner sehr stark und sehr tief die Funktionalität von DocuWare an das Navision-System und ich kann sowohl aus Navision meine Suche starten, Sie können aus DocuWare wiederum Beleginformationen angeben, Sie können Dokumente aus dem Navision-System direkt in DocuWare auf oder direkt aus Navision aufrufen. All diese Integrationsmöglichkeiten gehen weit über die Funktionalität eines Smart Connect darüber hinaus. Wenn wir Anwenderkunden hier dabei haben, die spezielle Fragen zur Anbindung dieses ERP-Systems haben, sprechen Sie uns bitte drauf an. Wir geben Ihre Kontaktdaten an die passenden Ansprechpartner weiter. Um es zu komplettieren, auch neben der Integration an Navision, haben wir auch die Möglichkeit zum Connect to Sage 100. Auch das ist ein sehr, sehr gutes und sehr namhaftes, bekanntes ERP-Warenwirtschaftssystem. Und darüber lassen sich genauso auch Dokumente wie E-Mails, PDFs, Office-Dokumente und Ähnliches aus DocuWare eben dann in diese Integration übernehmen. Besonderheit dabei in diesen Integrationen zur Sage 100 ist natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie auf Synchronisation zwischen Adress-, Kunden-, Lieferantenstämme zurückgreifen können, alle ausgehenden Belege, Einkaufs- bzw. Verkaufsbelege werden vollautomatisch in DocuWare archiviert und übergeben sogar noch sämtliche Indexkriterien, die weit über die Informationen, die auf dem Dokument per se stehen, hinausgehen. Das heißt, Informationen, die innerhalb der Warenwirtschaft gespeichert sind, werden in DocuWare zusätzlich mit angereichert. Auch hier die Option beispielsweise in DocuWare durch einen Eingangsrechnungsprozess getriebenen Workflow können wir diese Dokumente dann so als Beleginformation respektive fertige als fertigen Buchungssatz an Sage wiederum übergeben. Und das erleichtert natürlich auch das manuelle Eingeben in der Buchhaltung. Die Freigabe-Workflows greifen ineinander und auch verknüpfte Dokumente lassen sich direkt aus Sage-Vorgängen wiederum aufrufen. Also auch hier sollten Sie zusätzlich ein Warenwirtschaftssystem von Sage einsetzen, speziell die Sage 100, sprechen Sie uns an. Hier kann ich leider nicht auf jede einzelne Oberfläche eingehen. Das Gleiche gilt auch für die Integration in Datev. Auch hier haben wir eine sehr, sehr gute Integration geschaffen, dass Dokumente, die Sie in DocuWare importieren, entsprechend beim Durchlauf durch die entsprechenden Instanzen in diesem Freigabeprozess anschließend exportiert werden können und in Datev importiert. Und durch die Verknüpfung des Beleglinks ist es über den Datev-Fremdkonnektor sogar möglich, in Datev stehend innerhalb der Buchung direkt auf die Original-Ursprungsbuchung wiederum auszuspringen, sodass der Buchhalter neben der Vorkontierung auch den Original in DocuWare abgelegten, das abgelegte Dokument zurückgreifen kann. All diese Informationen finden Sie natürlich auf den verschiedenen Seiten auf unserer Homepage. Es gibt dort Thematiken zum Thema der Zertifizierung einzelner Schnittstellen. Die Integrationsmöglichkeiten und die zertifizierten Produkte finden Sie auf unserer Webseite. Gerne verweise ich natürlich auch darauf, dass Sie auf unserem YouTube-Channel sich die ein oder andere Integration gerne anschauen können. Oder Sie bilden sich fort in diversen Webinaren, die da folgen. Speziell auch zum Thema Datev wird es ein weiteres Webinar in Kürze geben. Schauen Sie auf unsere Webseiten, melden Sie sich an, schauen Sie sich diese Webinare unbedingt an, sie sind hochspannend. Ja, wann möchten Sie anfangen, falls Sie nicht schon mit dem ein oder anderen Tool arbeiten? Ich möchte es Ihnen ans Herz legen, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Es ist eine sehr, sehr große Erleichterung, wenn die Systeme miteinander sprechen und Daten gegenseitig austauschen. Ich darf mich auf das Herzlichste bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Diese Session wurde aufgezeichnet. Wir reichen Ihnen all diese Daten im Nachgang nochmal rüber. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich selbst lasse den Chat noch ein paar Minuten noch offen, sodass Sie weiterhin auch Ihre Fragen stellen können, die wir dann alle sammeln und versuchen, Ihnen zeitnah zu beantworten.